Liechtenstein ist 25 Kilometer lang und 12 breit, hat 38.000 Einwohner, 160.000 Quadratmeter und es gibt 17 Metalbands. Welche davon noch aktiv sind, welche es nicht mehr gibt, wird jetzt besprochen im Video. Dranbleiben! Bevor es losgeht, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Metal-Videos mehr zu verpassen. Jetzt legen wir gleich los. Natürlich, von den 17 Bands bestehen jetzt gerade noch mal 8 und über die sprechen wir jetzt im Detail. Die anderen, die erwähne ich dann kurz am Ende des Videos. Und es gibt auch noch eine Band, wo ich mir persönlich nicht sicher bin, ob die noch existiert. Denn da gibt es seit 2013 keinen Facebook-Post mehr, aber irgendwie nie so ein offizielles Statement. Vielleicht wisst ihr da ja mehr. Und falls ich eine vergessen habe von den 17 Bands, also falls es eine 18. gibt, unbedingt in die Kommentare. Da schreibe ich dann einen Kommentar, wo die drinnen steht, den pinne ich an und da steht der Kommentar immer oben. Somit wird das Video dem Namen gerecht, alle Metalbands aus Liechtenstein. Los geht's mit der ersten Band, Shotgun. Die gibt es seit 2011 und sie spielen Thrash Metal. Die erste EP, First Shots, hat bereits 2400 Klicks auf YouTube. Außerdem gibt es bei denen harte Riffs am Track, zum Beispiel Up Your Ass, was mein persönlicher Favorit ist von ihnen. Wenn man außerdem deren Facebook-Profil durchschaut, wird schnell klar, die schreiben auch manchmal im Dialekt Sachen rein und das ist natürlich für mich als Österreicher kein Problem, das nachzuvollziehen und zu verstehen, was da steht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch wieder deutsche Posts und englische, damit man sich dann auch doch auch wieder auskennt, wenn es dann wirklich um was gehen sollte. Wenn man dann allerdings noch den Spotify-Rückblick von 2019 von ihnen hernimmt, wird gleich klar, in 27 Ländern wurde deren Musik bereits gehört, also doch eine beachtliche Menge an Ländern, eine beachtliche Menge an Reichweite sozusagen. Meine Anspieltipps: Lies, Shotgun Blasting. Weiter geht's mit Dark Salvation, Melodic Death Metal seit 2008. Die haben zwei Alben vorzuweisen, einmal eins von 2010, das andere von 2013 und derzeit sieht's wieder so aus, als ob sie im Studio wären. Da gab's den ein oder anderen Clip auf der Facebook-Seite, also an alle Hardcore-Fans, da kann man sich wieder auf was freuen. Gibt man den besagten Bandnamen dann auf YouTube in die Suche ein, um mal ein bisschen was zu finden, wird gleich klar, da gibt's ein richtig fettes Musikvideo zu dem Song Eifersucht. Außerdem mit deutschen Lyrics ist der Song nachgeschrieben vom 2013 Album, also zwei massive Highlights, die ich nur empfehlen kann. Aber nicht alles ist deutsch, bei denen so ältere Songs, glaube ich, die sind dann auf Englisch. Also wer auf das so alte In Flames oder Dark Tranquillity von der Stilrichtung her steht, der kann gleich mal reinschalten. Parallel zum Video oder vielleicht nach dem Video zu Dark Salvation. Die dritte Band auf der Liste ist Heria. Von denen gibt es jetzt keine Facebook-Seite, deswegen habe ich da... Also es gibt ein Facebook-Profil, so wie jeder von euch wahrscheinlich auch ein Profil hat, aber keine Seite. Aber laut Metal Archives gibt es die seit 2017, spielen Heavy Metal und sie haben bereits eine Debüt-EP rausgebracht, namens The Evolution. Ich fand da auch nichts auf YouTube, ich habe keinen Plan, wie man sich das anhören könnte. Aber die gibt's, also nur mal so kurz erwähnt. I Am Chaos, die Nummer 4 auf der Liste. Die aktuelle Platte, die kam 2018 heraus, ist ein Album und gleichnamig mit der Band I Am Chaos. Dann kam allerdings auch noch 2013 eine EP heraus, gleichnamig mit I Am Chaos. Da bin ich eben immer nicht so der Fan, wenn eine Band ein Album rausbringt, was dann so heißt. Und dann bringen sie gleich noch eine EP dazu auch raus, die was dann so heißt wie die Band. Finde ich immer ein bisschen komisch, könnte man sich doch einfach einen Namen vom Album nehmen, aber keine Ahnung. Die werden schon wissen, was sie machen. Nichtsdestotrotz bin ich ein Fan von guten Songs und da gibt es einen, nämlich Sent and Captured. Tankfist ist die fünfte Band von der Liste und der Gitarrist ist auch bei Shotgun dabei. Ich saß so auf meinem mobilen Endgerät und dachte mir so, hey, der kommt mir doch bekannt vor. Ja, der ist bei Shotgun dabei. Die Band gibt es seit 2014, genauer gesagt seit dem 1. Jänner. Das ist doch mal ein Gründungsdatum, das ist wahrscheinlich so eine Silvesteraktion, sind ja mega angesoffen, alle, ja, machen wir eine Band und dann 1. Jänner, erstes Demo aufgenommen oder so, keine Ahnung. Komischerweise 1. Jänner, Gründungsdatum. Vorzuweisen hat die Thrash-Metal-Bands zwei Demos von 2016, 2018, man könnte 2020 also ein Album erwarten, aber ist auch nichts bekannt gegeben. Ist nur so eine Vermutung vom Zyklus her, könnte das vielleicht passen, dass man endlich mal statt einem Demo ein Album zusammenbekommt. Noch dazu gibt es zwei Live-Videos auf YouTube, aber ich glaube, das Hauptmerkmal liegt da dann eher auf Shotgun vielleicht vom Gitarristen, weil die Musikvideos, also die Live-Videos, die sind jetzt auch nicht gerade so, dass man sie gerne anhört. Das ist eher so eine scheiß Audioqualität, um es mal mild auszudrücken, ja.
Aber weiter geht's mit Pussy Lovers. Für alle, die Pussys lieben. Die gibt's seit 2001. 2008 brachten sie das erste Album heraus, weswegen ich irgendwie das Gründungsdatum ein bisschen hinterfrage. We've Got You Right ist 2011 erschienen und ist laut Metal Archives deren aktuelle Platte. Wobei ich glaube, da gibt's vielleicht Lücken drin oder einfach Fehler, weil so lange kein Release ist, finde ich ein bisschen komisch. Man kann man schon machen. Einkategorisieren lassen sich in den Rock bzw. Heavy Metal. Und Anspieltipps, zum Beispiel vom Debüt Hey Boys oder Give Up Your Life, kann man sich unbedingt mal anhören. One May Define ist die nächste Band, eine Metalcore-Band. Und natürlich, klar, die findet man nicht im Metal-Archivs, da muss man dann extra nochmal durchschauen durch sämtliche Seiten. Denn Metal-Archivs sagt ja, Metalcore ist kein Metal, was so ziemlich der dummste Satz ist, den ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's weiter mit One May Define. Oblivion von der aktuellen EP, sehr hörenswert, oder zum Beispiel Desert, wo es ein Lyric-Video dazu gibt. Also die sind generell mit Videos, da gibt's glaube ich alles in YouTube drin, aber ich finde, die ist einfach viel zu unterbewertet, die Band. Also 531 Aufrufe auf Desert finde ich einfach zu wenig. Weiter geht's. Den Abschluss macht Taped, die wohl größte Band von Liechtenstein. Diese Band wurde 2009 gegründet und erhielt den Namen, weil sie früher kein Geld hatten und dann alles so zusammentapen mussten. Ja, geiler Ursprung. Heute dürften sie durchaus den ein oder anderen Cent bzw. Schweizer Franken in der Tasche haben. Denn der meistgeklickte Song auf YouTube hat knapp 700.000 Aufrufe. Wolfpack wäre somit mein absoluter Anspieltipp von der Hardcore-Band. Aber natürlich gibt es noch andere geile Songs auch, die so richtig geil in die Fresse reinficken, damit ich auch in diesem Video mal ficken gesagt habe, jetzt ist es runtergebracht. Kann man sich unbedingt mal geben, sind sehr starke Musikvideos dabei. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen berühmter, weil sie eben, keine Ahnung, das richtige Gespür hatten dafür. Gehen wir jetzt noch kurz eine Band durch, die jetzt in Sachsen lebt, kommt aber aus Liechtenstein, nämlich Archaic Torn. Und dann gibt's die Bands, von denen ich glaube, die existieren nicht mehr, Erben der Schöpfung. Die sind auch, keine Ahnung, mittelgroß irgendwie so. Also die schlägt's einen gleich für, wenn man Liechtenstein Metal Band eingibt. Die sind bei Napalm Records unter Vertrag, mehr habe ich da jetzt nicht nachgeforscht. Und Lovechild, von denen, das ist die Band, wo es seit 2013 irgendwie nichts mehr gibt. Und von Erben der Schöpfung ist da auch nur 2016 so ein Post. Wir sind noch am Leben, aber irgendwie haben wir jetzt 2020, 4 Jahre später, und ja, wenn ich am Leben bin, dann poste ich wenigstens einmal im Jahr was auf Facebook. Bands, die sich aufgelöst haben, da sind unter anderem jetzt Bands dabei, die wurden 1980 gegründet. Also da sind wirklich sehr starke Menschen am Werk, die das alles dokumentieren. Demonium, Elise, Perfect Mind, Snow White, So What und Tess. Als Abschluss noch ein kurzer Tipp von mir. Wer denkt, dass es in Liechtenstein keine Festivals gibt oder Metal-Veranstaltungen? Hier gibt's das Open Hair Festival, auch dieses Jahr wieder mit einem Line-Up, wo ich persönlich keine einzige Band kenne. Aber vielleicht, also ich bin irgendwie ein bisschen motiviert, dahin zu fahren, weil man sieht, die Location ist schon ziemlich geil, so zwischen den Bäumen drin, so kleine Bühne, alles richtig nett, Wochenende lang. Also vielleicht fahre ich einfach mal dann 5 Stunden runter, 1000 Kilometer insgesamt hier von meiner Heimat in Österreich weg. Könnte man machen, da muss ich schauen, was sich da jetzt organisieren lässt. Aber was sich definitiv organisieren lässt, ist ein Abonnement oder den Like-Button, einen Like zu geben, damit ich weiß, dass dieses Video den ein oder anderen gefallen hat. Ich hoffe wirklich, dass es gut angekommen ist bei euch. Ich habe, glaube ich, 5 Stunden lang nur recherchiert für dieses Video. Wirklich aufwendig wieder. Deswegen würde ich mich sehr über positives Feedback freuen. Natürlich auch über negatives, dann kann ich die Sachen in Zukunft besser machen. Außerdem habe ich jetzt eine Tasse. Gibt's hier in der Beschreibung zu kaufen. Richtig geil, richtig hochwertig. Da lüge ich euch nicht an. Kann man sich mal geben, also liegt auch gut in der Hand. Und natürlich alle Sachen, was da drin sind, werden nicht kalt. Außer du fühlst etwas kalt, das eine ist eine Wundertasse. Jetzt Schluss mit den Endworten. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao and stay heavy.